So, Modde, hier sind wir wieder. Ja, diesmal habe ich eine Nachricht bekommen, dass Action wieder abgeschmiert ist. Ja, Gott sei Dank. Aber diesmal achte ich drauf. Was willst du? Piss dich, mach ab. Ne, Tobi? Ja, Mann. Du bist wieder leise, das weißt du, gell? Ja, Mann. Besser. Ja, Mann. Viel besser. Ja, ich war gestern bis um 22:30 auf und meine Freundin ist halt schon ins Bett, weil ich früh aufstehen musste. Weil ich mit einem Kumpel noch Elder Scrolls gezockt habe. Und da musst du ein bisschen leiser reden. Ja, jetzt kannst du doch brüllen, Junge, was ist da los? Ja, nee. Wie ja, nee? Sonst denken auch die Handwerker, die hier vorne auf dem Balkon irgendwas machen, da die Fassade noch schwer. Sind die auf deinem Balkon oder was? Ja, ja. Gucken die rein, sehen die dich? Ja, die sehen mich. Wenn sie mich zum Angucken, zeige ich denen den Finger raus. Jungs, ich habe euch gestern gesagt, ihr sollt mich nicht so dumm anglotzen. Als ob du das machst. Ja? Ja, genau, als ob du den Finger zeigst, gell? Ja, habe ich gestern schon gemacht. Ja, aber wenn die hingucken, ne? Wer gucken will, dann ist er nicht. Ja, komm, erzähl mir doch nichts. Das ist hier auf dem Land ein bisschen anders. Das nehmen die dann nicht so leidig oder was? Weg, nix am Knabbern. Gibt's nicht. Bin kein Frühstück, bin kein Mittag, bin kein Abendessen, ja. Du bist eine Zwischenmahlzeit. Ich bin, nee, das auch nicht. Ich bin euer Albtraum, ja. Hier, schlag mal nicht um die Gegend rum. Sag mal, bist du blöd oder was? Ist dein Hirn ein bisschen verbrutzelt oder was? Zerknuspert, ja? Knuspert nicht mehr so da oben, ne? Ja. Okay. Knusper, Knusper, Knäuschen, wer putzt da mein Häuschen? Da ist der Arm ab. Digga, da machst du jetzt gar nichts mehr, gell? Was ist da los? Schnitz, schnitz, schnitz. Ich lieb das so, wenn dieser Schädel so abfliegt, gell? Wenn ich den so abtrenne zwischen Körper und Geil, Alter. Das erregt mich jedes Mal so richtig geil. Digga. Weißt du, gestern habe ich mir auch so eine richtig geile Lederjacke gesehen, die ich so richtig geil kaufen hätte können. Weißt du, was sie gekostet hat? Hm? 300 Euro. Was? Einfach 300 Euro, Digga. Ich dachte so, was ist los bei dir? Will der mich ficken oder was? Geil, Junge, wenn ich alles abschnitzel so hier, diesen Schädel ab, weg, guck dir's an und wie die da noch rumtanzen und es splattert so. Oh, geil, Alter. Mal gucken, vielleicht gibt's hier noch ein Blutpatch oder so, das noch brutaler ist, weißt du? Ja, Alter. Wo bist du denn jetzt, beim Quartiermaster oder was? Ja, beim Bilal. Bei Bilal. Warum sagst du denn nix? Ich hab doch gesagt, ich war da mal zu hin. Hab ich nicht gehört. Hab ich gesagt. Aber ich hab mir so ein richtig geiles Parfum geholt. Oh, das riecht so richtig geil. Riechst du etwa nach Gott? Mhm. So, ich muss mal kurz in die City zum Militärbase, gucken, ob die Schmierstoffe im Auto haben, die Jungs. Hier ist wieder ein GRE Parkage. Komm, renn! Ja, das ist aber mehr in deiner Nähe. Den ja, fahre ich extra jetzt hier hinter. Doch, das hole ich mir jetzt. Ich hole mir das als erster. Weg da, weg, weg, weg. Meins. Und hier sind wir schon. Geil, oder? Sind schon welche da? Nö. Hätte mich auch gewundert, so schnell, weißt du, wieder. Fehlt mir immer noch einmal Kunststoff, ey.
irgendwas. Damit ich nur das experimentelle Federung einbauen kann. Wegen was? Diese experimentelle Federung in den Buggy einbauen. Die mit zwei Kunst. Achso, die Military. Eins fehlt, genau. Bleib mal hier, Digga, Junge. Was bist du denn da? Fuck, ich stand die ganze Zeit auf dem Zaun. Ja, passt, ne? Kann ich auch einmal flüchten? Das geht hier gar nicht. Der Flüchter. Ist dann Flüchti. Heranlebt, der Flüchtling. Ach, in seine Heimat. Katastrophe. Du machst gar nichts mehr. Was willst du? So. Ein Kunststoff fehlt mir. Das ist doch ziemlich. Ich komme jetzt zu dir. Was denn? Nichts. Ja. Da kommt ein Rammer. Wo? Lol. Da vorne. Tatsache. Ah ja, komm, den machen wir doch easy. Dicker, komm ruhig. Ja. Warum trifft er mich immer? Er trifft mich jedes Mal. Du jämmerlicher Nuttensohn. Oh. Aua, das brennt ja. Was habe ich? Ja. Eine mächtige irgendwas habe ich bekommen. Ja, ich auch nur Feuerwerks. Nee, eine mächtige. Tja, was hat er denn für mich hier so schönes? Gute. Ein MP. Mhm. 1700 Schaden. Digga. Was, ein MP? Nein. So eine scheiß Dings wieder. So eine scheiß Spitzhacke. 1700, Junge. Ja, die brauchen so lange zum Ausholen. So. Goldene Doppellaufschrotflinte. Macht 2500 Schaden. So, warte mal, welche ist denn hier? Die ist broken. Mächtige Spitze. Oh. Die macht ja nur 970 Schaden, Junge. Was will ich denn damit? Ficken! Ja. Oh, Digga. Hast du was für mich, Bro? Komm ich mal auf den Weg zum Quest. Jedes kleine bisschen hilft. Ach, da vorne steht ja meine Karre. Da wollen wir uns erst pennen legen, weil es ist schon 5 Uhr. Willst du dich wirklich pennen legen jetzt? Ja. Ja. Dann lass knacken gehen. Weil so wirklich Bock auf Schattenjäger habe ich nicht. Nachtjäger noch viel weniger. Ja, dann komm. Ach so, stimmt ja. Haut er wieder ab. Hat sagt gerade keine Lust, weißt du, aber haut wieder ab und hat will raus. Ja, ist klar. Ja, Logo. Ja. So, was haben wir denn hier? Oh, hat der was Neues?
Der Händler vielleicht. Erstklassiges Bastardschwert. Totenkopfmachete, die würde ich nehmen. Fanatischer Schlagschatz. Ein GRE-Package. In der Nähe. Willst du es dir holen? Nö. Ja, auch nicht. Also ich habe jetzt, die Federung, Stufe 6 habe ich drin und halt das Bremse. Mir fehlt noch ein Kunststoff. Ah, sonst, vielleicht ist wieder was Neues im... Weißt du, aber sonst haben wir halt nichts. Kunststoff brauche ich auch, aber... Geil, am neuen Tag sind auch wieder... Oh, jetzt sind die Autos leer. Super. Geil. Dachte ich, die sind wieder aufgefüllt worden oder so, jetzt sind sie leer. Kunststoff, das ist irgendwie schon sehr wenig. Also Kunststoff müssen wir richtig... Und 2, 4. Hast du dich entschieden? 2, 3. Moment mal. Kommt man denn da hin? Ach, da muss wieder außen rumfahren. 1500, 1700. Und hast du dich entschieden? Bringen Sie den Unhold. Wo ist ein Unhold? Ah, das ist Big Daddy. Die Qual der Wahl. Zwei Schläge down. Top. Du fliegst mal gegen den Zaun hier. Und du guck nicht so blöd. Das ist aber Feuer. Das ist auch Feuer. Das ist nice. Und hast du dich entschieden? Digga, Gaming Job. Ah ja. Dann nehme ich das hier. Qual der Wahl. Ich gebe dir mal gleich Qual der Wahl. Dann machen wir mal das rein. Gut. So. Wollen wir dann mal zur Quest oder? Ja, ich helfe gerade noch so einem Typen hier. In der City. So, jetzt kommt er wieder mal runtergeklettert und gib mir mal unsere Belohnung hier. Au. Mann, Baum. Stein. Jetzt ist aber gut hier. 300 Bargeld, Mensch. Ich brauch Waffen-Upgrades, Mensch. Ich war schon mal dahin. Ja, du musst eh da lang fahren. Du kommst dann was in sich hin. Fährst du lang, Alter? Hat auch schon nach Industrie, ne? Military. Was ist denn jetzt hier? Ja, wenn wir die Quest erledigt haben, dann kriegen wir, glaube ich, dieses Ding zum Aufsperren. Hey, wir haben doch schon die Karte. Ja, aber ich meine, von diesen ganzen Orten kriegen wir dann nicht genau gezogen, wo diese Schlüsselkartenkisten sind. Wo diese Karte da brauchen, genau. Meinst du? Ja, haben die doch irgendwann haben die ja gebabbelt. So, zum Aufspüren militärischer Ausrüstung. Blablabla. Bla. Ich spreche mit den Brüdern. Achso, das sind die zwei Schmuggels wieder. Die zwei, ja, genau. Spassen, beim Zug oder was? Wo sind die? Wahrscheinlich, ja. Alter, Baum. Mann. Junge. Mongo.
Stein, Junge. Botze. So, was soll ich jetzt mal? Scheißegal. Wo sind die denn? Ich lauf da jetzt einfach hin. Ja, so scheißegal. Boah, Digga, wo sind die denn? Deswegen laufe ich da jetzt einfach hin. Was haben wir hier? Fahr da hin. Auch wenn ich im Wasser gar kein Handling mehr bei meinem Wagen dunkler habe. Dunkler Bereich? Warum dunkler Bereich? What the fuck? Der Bereich wird betreten. Ach, hier ist ein kleines Kind irgendwo hier unten. Und wie kommt man da rein? Achso. Hier unten war doch ein Schattenjägernest, wo wir diesen einen Typen suchen sollten. Das war doch der, der sich verwandelt hat in einen Schattenjäger. Stimmt, hier ist dieses scheiß kleine Drecksblachkind. Wie kommt man nochmal in diese Hut? Ins Fenster rein. Bist du drin? Ja. Ah, da ist das Fenster. Wo ist denn das scheiß kleine Kind? Hier. Ja, das ist irgendwo in der Ecke, ich sehe es auch. Irgendwo hier oben, oder? Aua, wo ist das denn? Bin ich jetzt dumm? Ja, irgendwo von da oben. Ich glaube, hier ist es, oder? Nee, hier sind wir wieder am Anfang. What the fuck? Hä? Irgendwo hier. Aber wenn ich ganz runter gehe. Ich bin gerade absolut orientierungslos. Ich glaube, das ist ein Bug, oder? Nee, es müsste hier eigentlich sein, ja. Aber das ist da nicht, da gibt's keinen Weg. Verstehe ich nicht. Alles sehr verwirrend hier. Okay, das ist echt komisch, ja. Dann ziehe ich wieder ab, weil da drin gab's ja sonst nichts. Ah, es ist hier oben. Wo? Wo bist du denn? Wieder raus. Und dann? Es ist hier oben irgendwo. Beim Haus oder was? Noch mal. Ja, es ist. Nein, es ist draußen. Außerhalb von der Höhle. Nur die Schallwellen, die waren so, in, so weit in der Nähe. Komm, Kleines, schrei nochmal. Sicher? Ja, ganz sicher. Ich habe die Wellen auch auf der Minikarte gesehen. Ja. Siehst du die jetzt? Hier irgendwo. Aber es ist nicht in der Höhle, weil jetzt sehen wir auch die Wellen, die, diese Lautstärke-Teile da. Ja, das habe ich auch in der Höhle gesehen. Nee, ich meine, auf der Minikarte sehen wir es auch. Ja, habe ich auch vorher gesehen, in der Höhle. Nee, ich nicht. Irgendwo ein Loch im Baum, wo man rein kann. Aua. Ich glaube, dass es hier noch eine Höhle gibt. Eingang ist oder so. Ich höre sogar das Geflände von dem Vieh. Hier ist es. Echt? Wo? Hurenkind, Mann, halt die Fresse, Mann. Bist du da jetzt rein? Junge, das ist hier eine Höhle noch. Hier unten ist die. Guck mal hier, wo? Guck, drück mal auf Q, dann siehst du mich. Hier unten. Lol. Und da war das drinne. Ja, hier gleich am Anfang war es drin. Da liegt's. Dreckskind. Hier waren wir aber auch schon. Hier war ja, glaube ich, die andere Waffe, die wir für den sichern sollten. Dieses Rätsel, weißt du? Nee,
Hier war keiner drin, oder waren wir schon, ja. Wo wir das erste Mal bei der Hut waren. Der Hut. In der Hut. Digga! Boah, Gott sei Dank kann man jetzt auch weit mit dem Schwunghaken. Mensch. Boah, wie weit. Logan, Hilfe! Wo bist du? Ich kann nichts sehen! Hilfe! Ist da niemand? Hey, Kleiner, was ist los? Helfen Sie mir, Mister! Ich bin in ein Loch gefallen und meine Brüder sind weggelaufen! Wo sind deine Eltern? Sie sind tot. Ich habe solche Angst, Mister. Irgendwas ist hier drinnen bei mir. Wo bist du? In einem Lagerhaus in der Nähe des Dammes. Bitte, bitte helfen Sie mir. Halte durch, Junge, ich komme. Ich schwör's. Ja, wo ist jetzt der Junge? Beim Damm, glaube ich. Solange es so viele sind, kann ich nichts machen. Bitte, gib mir was Geiles, komm. $320. Digga, ist ja eine Menge. Ja, das ist das mit dieser vermissten Person. Du weißt doch, dieses Lagerhaus, wo wir waren, neulich. Ja. Da ist dieser Junge in einem Loch gefallen. Und das Loch konnten wir anscheinend noch nicht sehen, weil das ein Zufallsereignis ist. Wo sind der? Wir sind auf der Karte links von uns. Direkt. Dieses mit dem roten Haus da, oder was? Nein, hier oben. Hier. Warte mal. Wo? Weil er sagte Lagerhaus in der Nähe des Dammes. Der Damm ist hier hinten und da das Lagerhaus. Das meinst du? Vermisste Person? Ja. Ja gut, ja. Dann geh. Wollen wir da als erstes hingehen? Können wir tun. Warte, ich hole mir noch die Belohnung ab und dann können wir zu den Brüdern laufen. Ja. Und dann können wir auch das Safe House erstmal hier safen gehen bei dir in der Nähe. Dann können wir unsere Autos da hinholen. Stimmt. Ja, ich weiß nicht, ob wir Strom aber haben, ne? Wir müssen ja noch diese Strom, glaube ich, Mission machen, oder? Ne, dieses am Damm haben wir da ja gemacht, oder? Ja, die Häuser haben jetzt alle Strom. Ja. Häuser müssen jetzt alle Strom haben. Servus, Kollege. Alles fresh? Digga! Was? Hier, ein kleiner Hurensohn. Hast es? Ja, bin ich da, schießt den Stab hier als. Und du, Zombie, was willst du hier? Hier, Todeskick. Bumm. Der stand hier oben, ich hab den Tritt gegeben und der ist nach hinten umgefallen. Voll cool. Das ist geil. So. So, und wo kann ich. Ah, hier kann man das Auto drücken. Hier ist wieder eine Stecknadel. Was heißt denn das? Du musst auf der Karte gucken, was die Stecknadel heißt. Ist das Person oder. Was? Nicht so Person heißt das. Ich glaube aber, das heißt auch Orte, die wir nicht entdeckt haben. Ja, unter anderem heißt es auch, aber das ist markiert als Person. Hier ist noch eine Kiste zum Teile. Mittel. Wo kommt ihr denn jetzt her, ihr komischen Weiber? Was haben wir hier? Stufe 1. Oh, wow, Digga. Ist ja mal voll viel. Nicht zu gut, hey. Spray-Dos. So, there's my car. Warte, fahr ich mal zu. Du so jung. Ah, hier ist Beute direkt in die Ecke. Wie Beute? Auf der Karte ist als Beutepunkt markiert. Hallo, Ansteigen, Mensch. Wo hast du denn deine scheiß Karre wieder zurückgerufen? Unten. Wenn du in dem Safe House bist, ist da dieses funkgerätartige Teil. Da steht Fahrzeug zurückfordern oder so. Ah, ja. Okay. Ey, hier drin musst du Spaß haben. Digga, ich weiß immer noch nicht, warum der als dieses. Ich dachte mir gerade so, was ist denn das für ein Geräusch und das ist wegen der Baustelle bei uns. Jetzt verpiss dich. So. Was soll jetzt hier sein? Beute oder was? Ja, irgendwas ist hier. Das hier ist parkiert mit Beute auf der Karte. Meine Waffe ist im Arsch. Super. Verpiss dich. Weg. Nix an Knabber. Nix.
Na, ein bisschen elektrisierend, hä? Was schlägst du mich denn als zurück, Fotze, sag mal? Junge! Schlägt mich da als zurück, meine Fresse! Hier, Junge! Mann, geh mir nicht auf den Nerven, Mann! Weib! Boah, ey! Was willst du? Wer schlägt mich denn da jetzt hier beim Tür aufbrechen? Hier ist noch eine Kiste Mittel. Ja, ich mach grad die Tür schwer auf. So, die Tür ist open. Hier ist irgendwie da was. Nee, ich glaube, es war kein Big Daddy. Doch, der Rammer. Hier steht ein Rammer vor der Tür, guck mal. Naja, meinst du? Der kann uns aber kein Damage geben. Das ist aber kein Big Daddy. Schwer. Ja, weißt du, ich kann nicht durch den Zaun treffen, wo er mich. Lustig. Ah ja. Weil ich kann ihn nicht treffen. Schwer. Er ist gerade gestorben, weil ich einen Pfeil in ihn geschossen habe. Weil du einen Pfeil in ihn geschießt hast, oder was? Mit meiner Schuhsohle, ja. Ist er down? Ja, der ist down. Ich habe ihn einfach mit dem Giftpfeil in den Kopf geschossen. Danach ist er umgefallen wie ein Stück Brot. Aua, das macht ja Damage da oben. Ja, und jetzt komme ich da nicht mehr rüber. So. Ist da jetzt immer noch die Beute? Ja. Aber hier ist nix. Ja, das war ja das hier drinne. Beute, allgemein einfach. Viel Beute auf einmal. Keine Ahnung. Manchmal ist ja was Schönes mit dabei, ne? Ich glaub's in der Kiste. Tödlichen Basie. Alter, wie viele Koksbäckchen hier wieder liegen. Jetzt ist schon wieder irgendwo ein Big Daddy. Hörst du's? Ja, irgendwo. Aua. Irgendjemand hat einen Stein geschmeißt. Nur wo? Ey, hier ist die Buggy-Strecke. Lass mal auf die Buggy-Strecke fahren. Was willst du denn auf der Buggy-Strecke? Da mach ich mit. Ja, ich bin drüber geflogen über den Zaun. Scheiße. Ist geil. Oh shit. Ach du Scheiße. Ah, erster Digger. Spaß. Ja, genau. Ja, das ist geil. Ich seh nix. Mach doch Platz, Mann. Denk dir das nicht an. So, ich geh mal zu dem Jungen hier im Lagerhaus. Schau mal, was der so macht. Der so rumlagert. Digga, scheiße. Guck mal, wie mein Buggy hier hängt, Alter. Das ist die Anfrage. Was hast du gemacht? Ich muss dir mal angucken, wie mein Buggy hier hängt. Warte, schau mal. Warte. Lol, was hast du denn gemacht? Ich bin einfach da hingeflogen. Respekt, Digga. Ja, mach mich wieder. Deswegen hängt der jetzt da, ja. Ach du Scheiße, da knabbelt jemand an meinem Fuß. Was willst du dann? knabbert die erst an meinem Fuß rum. Wollt die meine Zehennägel kauen oder was?
Was ist denn jetzt los? Also, ich finde das ja nicht so lustig, ne? Und die ekelhafte ist an meinem Zeh rumknurren. Hey, bist du hier? Was haben deine Brüder und du hier eigentlich gemacht? Wir haben nach Schätzen gesucht. Wir sind durch ein Loch im Dach eingestiegen. Neue Legendenstufe. Ich find's aber auch alles lustig, oder? Kann das sein? Nee, einfach erst fahr ich meinen Buggy voll an die Wand, ja? Dann kommt jemand, der deine Buße sagt, was willst du denn dann? Ja, so. Was willst da du? So, ja. Okay, dann sag mir jetzt genau, wo du bist. Ja? Kleiner, hey! Hey! Verdammt! Hey. Da, wo ist jetzt das Loch hier, Mensch? Oh, hier ist wieder eine Sichel. Bringt aber nichts. Waren wir hier nicht schon mal? Bei diesem Lager? Ja. Ja, das ist ja das. Hier ist jetzt das Neues, Alter. Ohne Scheiß. Hier ist irgendjemand gestorben. Wie kommen wir denn jetzt hier rein? Was zum? Lol. Himmel, geht das nicht ein bisschen leiser? Ich find's ja ganz schön, so gefeiert zu werden, aber es lockt auch die Beißer an. Hä, wo bist du denn? Von innen. Du musst übers Dach musst du in das eine Fenster auf der anderen Seite und dann durch das Tür. Durch die Tür innen. Ach, guck mal, jetzt sind wir hier oben, wo wir in den Schlamm kommen. Hey, ich mein's ernst. Haltet die Klappe, Jungs. Oh, da kommt ein Rammer rein. Vorsicht! Und wo sind die jetzt? Da unten sind da Loch, oben oder? Auf dem Loch, wo wir rein wollten. Aua. Sei vorsichtig, Riese. Mach ihn kalt! Ach, die sitzen jetzt da oben, oder was? Ja. Junge, wie viel Damage wir denen einfach machen, ne? Okay, der ist erledigt. Und Gold, jetzt bringen wir euch hier raus. Er hat ihn getötet? Oh nein! Nein! Ich habe einen Schlüssel erhalten. Was? Mir reicht's jetzt so langsam. Er hat die Schlüssel gefunden. Los, weg hier. Hä, und jetzt? Bist jetzt oben. Hä? Er kommt immer noch nicht hoch. Ah, warte. Jetzt kann man aber hier rein. Glaub nicht. Ich habe jetzt irgendwelche Schlüssel aufgehoben. Ach so, hier. Hä, und jetzt? Fahrräder? Vielleicht gibt's doch irgendwo so eine Tür. Aha, komm mal hier hoch. Hier ist eine Kiste, warte mal, schwer. Ah, Digga, ich glaube, die sind hier oben. Warte auf mich. Hier ist ein Cricket-Schläger. Mhm. Ja, die sind hier oben, die Jungs. Warte mal, hä? Ach so, hier. Ja, warte mal, ich nehme hier auch mal. Alter, Junge, was haben die gemacht? Fantastische Handsäge. Wohnen hier. Das hast du aber von unten nicht gesehen, oder? Nee, weil es hinten ein Lagerraum war. Heilige Scheiße. Erst hier in den Lagerraum. Wie viele haben sie schon an diesen Riesen verfüttert? ja. Wir konnten erst hier rein, nachdem der Riese da rauskam. Ah. Digga, was haben die hier gemacht? Keine Ahnung, auf jeden Fall irgendwas Krankes. Schlossknacken schwer. Hier ist eine Playstation. Portable. Echt? Ja? Kann man auf der spielen? Nee. Kann man keine Interaktion machen. Hier ist nochmal eine. Oh, würde ich sagen, das ist eine Zebra-Machete. Oh, hier ist eine Lackierung. Hier ist eine Lackierung. AK-Lackierung? Ja, auf jeden Fall gemütlich hier, oder? Würde ich sagen. Total geil, solange es warm ist. Ja. Ich glaube, ich habe ihre Scheißeimer gefunden. Ich bin nämlich so viele Eimer rum. Ah nein, es sieht auch eher aus wie Farbe. Aber ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ich will darüber auch gar nicht diskutieren. Hm. Haben die sogar gelernt oder was hier los? Hier ist sogar eine Tafel. Trinkwasser soll es, glaube ich, sein. Egal, wo sind die hin? Oben aufs Dach da.
Ah, du kleine Scheiße. Hier geht's. Nee, immer. Ah! Lol, ach so, das ist das hier, weil ich hab das nämlich vorhin versucht einzuschlagen, aber es ging nicht. Aha. Und jetzt, wo sind die jetzt? Ja, eben, wo sind die jetzt? Frage. Und das ist ja das erste Stück. Die weg oder was? Warte mal, irgendwas stimmt da doch nicht. Oder sie sind einfach weg abgehauen. Gar naja, nicht, dann müsste das ja weg sein hier, das. Moment, vielleicht liegt hier irgendwo eine Person, die vermisst ist, die Opfer des Riesen wurde. Kann ja sein, oder? Könnte sein, ja. Das könnte gut makebar sein. Warte mal. Weil hier liegen überall ja Fotos, weißt du? Von den Personen. Wo waren das jetzt hier? Hier, weil hier liegen überall Fotos. Oh, hier liegen überall Portemonnaies, Alter. Echt jetzt? Ja, okay, mit so 10 Dollar und so. Mal guck, hier liegen Fotos von Personen. Ja, aber voll viele. Und Schuhe vor allem, voll viele. Ah, hier liegt die Person. War es doch, ja, ich hatte mich schon überlegt. Und hier auch. Hier ist Crane. Ich habe einen der Vermissten gefunden. Leider tot. Scheiße. Wir sterben wie die Fliegen. Trotzdem danke. Jetzt haben wir es auch weg. Ja, ich wunderbar. Glaub, wir können gelöst. Wir können, glaube ich, auch andere Sachen erst, wenn wir Dings, weißt du, weiter Story machen oder so. Dass ja, oder durch Zufallsereignisse. Ja. Das ist oder vielleicht durch gewisse Spielzeit. Kann auch sein. Man weiß ja nie. Ne? Das glaube ich nicht. Man weiß nicht. Wir waren schon mal hier, das war ja da, bevor wir nachts da einmal beim Ding zu waren drüben. Ah ja. Jetzt guck ich mal, ob ich meinen scheiß Bug da wieder normal hinkrieg. Ohne Scheiß. Das hat doch keiner geschafft. Nee. Aber Leute, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Außer haut da rein. Euer Flo und euer Tom. Ciao.